Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Wenn ihr die Tomaten ausseht, habt ihr manchmal so ein Ergebnis und manchmal so ein Ergebnis. Warum das so ist, das werde ich in diesem Video euch erklären. Aber dazu später. Erstmal müssen wir einige grundsätzliche Dinge klären. In den sozialen Medien sehe ich jedes Jahr immer wieder auch die gleichen Fragen. Warum wachsen meine Tomaten nicht, beziehungsweise mein anderes Gemüse? Was ist die Erklärung dafür? Grundsätzlich müssen wir erstmal zwei Unterschiede machen. Denn was ist überhaupt eine Vermehrungserde? Ich habe euch mal hier dieses Tableau fertig gemacht, um zu erklären, was die Hauptunterschiede sind. Und zwar sprechen wir allgemein von Vermehrungserden. Zum einen gibt es das Veredelungsprodukt, also die fertig zusammengesetzte Vermehrungserde, Aussaaterde, und auf der anderen Seite das immer mehr verwendete Kokos. Schauen wir uns mal das Vermehrungssubstrat oder Vermehrungserde, Aussaaterde an. Häufig besteht die Vermehrungserde aus Torfanteilen. Hier sind das grobe Torfstücken, um es besser zeigen zu können. Natürlich bei den Vermehrungssubstraten ist das weicher, aber Hauptbestandteil ist häufig Kokos. In einigen besseren Vermehrungssubstraten ist dann Perlit noch enthalten, dann Kalk und Dünger. Hier sprechen wir also von einem Veredelungsprodukt. Sprich, hier sind erstmal alle Sachen drin, die die Pflanze auch von Anfang an benötigt. Gucken wir uns das detaillierter an. Also Perlit ist ein vulkanisches Gestein im Original. Das heißt, man hat im Grunde so eine Art, ein steiniges Ausgangsmaterial. Das wird erhitzt und wie beim Popcorn platzt es dann auf. Das Volumen vergrößert sich erheblich und dann erhält man dieses weiße Material. Also das ist nichts, was irgendwie mit Styropor, irgendwas mit Styropor zu tun hat, sondern das ist und bleibt mineralisch. Hat sehr gute Eigenschaften, die Wasseraufnahmefähigkeit der Erde wird verbessert und auf der anderen Seite wird Strukturstabilität dazugegeben plus gutes Luftvolumen. Auf der anderen Seite haben wir den Kalk, wie schon erwähnt. Kalk setzt sich zusammen aus Calcium und Magnesium. Der Dünger, der dazugegeben wird, ist in der Regel ein NPK-Dünger, also ein Stickstoff-Phosphor-Kali-Dünger, der auch Spurenelemente enthält. Der große Unterschied ist, viele Dünger sind nur auf Substrate, auf Vermehrungssubstrate ausgelegt, die auf Torfbasis sind. Das heißt, wo immer wieder Kalk, also auch Calcium und Magnesium hinzugegeben wurde. Diese NPK-Dünger, ob es jetzt in fester Form ist oder in flüssiger Form, enthält häufig kein Calcium und Magnesium. Und damit können wir auch schon zu den Kokossubstraten übergehen. Denn das ist der große Unterschied. Kokos ist an sich ein Rohstoff. Das ist kein Material, kein Veredelungsprodukt. Hier bekommt man praktisch nur ein Material, ein Trägermaterial, das keine Nährstoffe enthält. Die Nährstoffe kann man dazusetzen. Wie das passiert, das erkläre ich noch in einem anderen Video. Also ich arbeite gerne mit dem umhüllten Langzeitdünger. Das ist im Grunde ein Düngerkorn, das mit einer Schicht ummantelt ist, sodass der Dünger langsamer freigegeben wird und über einen längeren Zeitraum. Das Ganze kann man auch flüssig hinbekommen. In diesem umhüllten Langzeitdünger sind auch wieder NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kali enthalten, plus Spurenelemente. Das macht die ganze Sache im Grunde sehr, sehr komfortabel, wenn man das selber mit zumischt. Man hat im Grunde viel Ruhe. Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden Unterschied. Da Kokos ein reiner Rohstoff ist, fehlt das Calcium und Magnesium in der Gleichung. Hier, zur Erinnerung, bekommen wir Calcium und Magnesium über den Kalk rein. Der Torf ist sauer, deshalb wird Kalk dazugegeben. Und dadurch erhöht sich der pH-Wert. Der pH-Wert von Kokos ist schon im Idealbereich. Da braucht man kein Calcium und Magnesium mehr. Was bedeutet das im Endeffekt für uns? Wie gesagt, hier haben wir eine aufgedüngte Variante. Hier ist nichts enthalten. Das heißt, alles, was die Pflanze braucht, müssen wir noch nachträglich hinzugeben. Wir geben auf der einen Seite
den Dünger hinzu, das ist kein Problem. Aber schwieriger wird es mit Calcium und Magnesium. Nun gibt es ja häufig so die Regel, dass man die Pflanzen lieber mit Regenwasser gießen soll und nicht mit dem harten Leitungswasser. Auch bei dem Leitungswasser gibt es große Unterschiede. In vielen Regionen ist das Wasser gar nicht mal so hart. Also ein guter Wert ist eigentlich 8 Grad deutscher Härte. Was das bedeutet, das könnt ihr vielleicht nochmal recherchieren. Im Endeffekt sagt es aus, auch ob ein pH-Wert im Substrat angehoben wird oder nicht. Wenn ihr Stadtwasser nehmt, dann könnt ihr bei eurem städtischen Versorger auch jederzeit nachschauen. Da sind in der Regel auch die Angaben, wie hart gerade das Gießwasser ist. Idealbereich ist ungefähr zwischen 8 und 10. Dann hat man immer noch ein bisschen Calcium und Magnesium auch drin. Und die pH-Werte steigen nicht zu sehr. Wenn man aber ein hartes Gießwasser nimmt, zum Beispiel mit Härten von 22, 24 Grad, dann sollte man tatsächlich auch Regenwasser dazu nehmen und entsprechend verschneiden, damit die pH-Werte nicht zu stark schneiden. Wichtig ist nur, dass ihr auf irgendeine Art und Weise Calcium und Magnesium mit hier ins Kokos reinbekommt. Deshalb, kurz und knapp gesagt, ist es wichtig, dass ihr wenigstens zwischendrin auch mal mit hartem Wasser gießt und nicht die ganze Zeit mit Regenwasser gießt, denn ansonsten fehlen euch einfach Elemente. Das sind so die entscheidenden Grundlagen und die entscheidenden Unterschiede zwischen den Substraten. Schauen wir uns auch nochmal das Vermehrungssubstrat an. Dieser NPK-Dünger hat häufig eine Wirkungszeit von 4 bis 6 Wochen. Es gibt zwei unterschiedliche Vermehrungssubstrate. Manche düngen die leicht auf, andere nicht. Also wenn eure Pflanzen am Anfang nicht wachsen, ist kein Dünger enthalten. Wenn sie aber ungefähr 4 bis 6 Wochen erst gut wachsen und dann auf einmal anfangen zu stocken, dann könnt ihr ableiten, okay, der Dünger, der da zugesetzt worden ist, der ist ausgegangen. Und das bedeutet, dass ihr dann anfangen müsst, flüssig zu düngen. Bei dieser Variante ist es ganz schön mit dem selbst beigemischten umhüllten Langzeitdünger. Das Substrat fängt eigentlich bei 0 an. Nach einer Woche ungefähr fängt der Dünger ganz langsam an zu fließen. Die Pflanze ist ja auch noch klein. Und je größer die Pflanze wird, desto mehr wird auch zeitgleich der Dünger freigesetzt. Das heißt, ihr habt im Grunde für eine Laufzeit von, ja, es gibt unterschiedliche Dünger, aber für eine Laufzeit von 5 bis 6 Monaten ungefähr habt ihr relativ viel Ruhe. Also ihr habt dann eine gute Grundversorgung eurer Pflanzen. Gärtner machen das so, die arbeiten auch häufig mit dem umhüllten Langzeitdünger. Die machen das so, wenn viele Wurzeln am Topfrand angekommen sind, dann fangen sie im Grunde auch schon an, mit einem Flüssigdünger nachzudüngen, damit die Pflanze eben entsprechend weiter wächst. Um euch das noch besser zu veranschaulichen, habe ich vor einigen Wochen mal diese Pflanzen ausgesät. Also sind Tomatenpflanzen, über die gleichen Bedingungen, das gleiche Pflanzsaatgut, das gleiche Substrat. Also in diesem Fall ist es rein Kokos. Und ihr seht schon, also die Varianten, wir haben hier einmal die Varianten ohne den Dünger. Und dann die eine Variante mit dem eingemischten Langzeitdünger. Der Unterschied ist signifikant. Zum Teil lese ich dann in den sozialen Medien, ja, ich will ja meine Pflanze nicht vergiften, deshalb fange ich nicht an zu düngen. Nur das ist genauso wie bei uns Menschen. Wenn wir nicht zu essen kriegen, können wir auch keine Leistung bringen und auch nicht wachsen. Sprich, mit der Zeit verhungern wir oder es kommt schlichtweg keinen Zuwachs. Das heißt, genauso wie bei uns, die wir regelmäßig essen müssen, müssen die entsprechenden Nährstoffe an die Pflanze gebracht werden, damit sie überhaupt in die Gänge kommen. Und das hat nichts mit Doktrinen zu tun, dünge ich oder dünge ich nicht. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, wie bei uns Menschen auch. Und ich finde, hier kann man das ganz gut sehen. Die Pflanzen sind jetzt ungefähr 3-4 Wochen alt. Ich habe das jetzt ausnahmsweise mal im Herbst ausgesät, um es besser zu veranschaulichen. Aber hier ist ein ganz klarer Beweis. Wir haben ein Nullsubstrat. Also reines Kokos ohne Dünger, wo gar nichts passiert. Und auf der anderen Seite die gut wachsenden Pflanzen, die durch den umhüllten Langzeitdünger entsprechend schon Nährstoffe mitbekommen.
Ja, ich hoffe, dass diese Grundprinzipien und die Hintergründe ganz gut deutlich geworden sind. Wenn noch Fragen da sind, dann meldet euch gerne, schreibt eure Fragen in den Kommentar. Das werde ich umgehend beantworten. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich einige eurer Probleme lösen konnte und wünsche euch noch viel Spaß beim Gärtnern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.